Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Nach einigen Videos der Elektromobilität sind wir heute quasi zu einem Heimspiel in Ingolstadt. Wir stehen hier bei Gumpert und schauen uns mal eine ganz neue Technik an. Und zwar verspricht Gumpert, dass man bis zu 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung kommt. Das aber bei einem Elektrofahrzeug. Wie das funktioniert und was genau dahinter steckt, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Wir stehen jetzt hier unschwer zu erkennen in der Halle, denn hier wird fleißig an Fahrzeugen rumgeschraubt. Man sieht es, hinter uns stehen einige Modelle und hier sitzt eben die First Edition, die Nathalie von Gumpert, und neben mir steht der CEO Roland Gumpert. Dankeschön, dass wir heute da sein dürfen. Erste Frage, die ich direkt an Sie stellen möchte und die auch wahrscheinlich die meisten interessiert: Warum haben wir einen Supersportwagen und was ist die Technik dahinter? Der Supersportwagen ist, um Aufmerksamkeit zu erregen, nichts anderes. Das Prinzip ist eigentlich für Lieschen Müller gedacht, für 40 PS Polo oder Fiat 500, aber damit erwecke ich keine Aufmerksamkeit. Das Prinzip ist jetzt, ein Wasserstoffauto zu haben, das mit Methanol fährt. Methanol ist für mich der Wasserstoffträger. Und da es kein reines Wasserstoff ist, es ist völlig ungefährlich. Ich kann es benutzen wie Benzin oder Diesel, kann das Auto mit füllen, wandle im Auto Methanol zu Wasserstoff um, fahre dann mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle ganz elektrisch, rein elektrisch, ohne irgendwelche Abgase, und habe so ein Wasserstoffauto, was nicht gefährlich ist, was nicht explodiert und was eine Reichweite hat, je nach Tankgröße, bis zu 1000 Kilometer. Nicht nur die Nathalie, also das Fahrzeug an sich, sondern auch die Technologie ist einzigartig. Und es ist genial, hier bei Gumpert zu sehen, dass es möglich ist, denn das Fahrzeug steht hinter uns und wir werden es auch gleich fahren. Das sind die nächsten Eindrücke, die ihr gezeigt bekommt. Aber wann ihr das Fahrzeug auf der Straße sehen werdet und wann damit zu rechnen ist, das fragen wir jetzt mal direkt. Ja, wir wollten anfangen jetzt im August, September, wären wir hier direkt in Ingolstadt in die Serie gegangen mit diesem Auto, aber Corona macht es nicht möglich und somit glaube ich, dass wir ein Jahr Verspätung haben. Dann, also quasi in einem Jahr, könnte man damit rechnen, dass das Fahrzeug auf Straßen zu sehen ist, also nicht nur hier in Ingolstadt, wo ja aktuell auch ein, zwei Prototypen rumfahren. Aber zum Fahrzeug an sich zeigen wir euch jetzt noch ein paar Einblicke und natürlich drehen wir auch mal eine Runde mit dem Prototypen von dem und der kleineren Variante, dem Smart. Methanol an sich besteht im Übrigen aus Kohlenstoff, drei Wasserstoffatomen, Sauerstoff und noch einem Wasserstoffatom. Das Ganze gemischt mit Wasser, also H2O, ergibt sechs freie Wasserstoffatome, die eben die Brennstoffzelle antreiben können. Gespalten wird das Ganze in einem Reformer unter 300 Grad Celsius und ja, alle Chemie-Geeks unter euch werden jetzt gemerkt haben, dass dabei CO2 entsteht. Der Stoff, den wir alle gerade versuchen zu reduzieren und einzusparen. Aber dieser wird nicht hergestellt, sondern nur durchgereicht, denn für die Herstellung von Methanol wiederum wird an sich CO2 benötigt und dieser wird quasi während des ganzen Prozesses einmal durchgeschleust. Am Anfang stecken wir ihn rein, am Ende ziehen wir ihn wieder raus. Methanol ist aber auch ein Abfallprodukt, das heißt, bei ganz vielen Herstellungen, auch vor allem im Ausland, wird Methanol produziert und könnte eigentlich für diese Art Technologie hier verwendet werden. Apropos produziert: Ihr produziert den Wasserstoff und somit den Strom dauerhaft. Das heißt, egal ob ihr an der Ampel steht, ob ihr fahrt oder ob ihr das Fahrzeug nur einschaltet, die Brennstoffzelle läuft dauerhaft auf der optimalen Drehzahl und produziert einfach Strom. Dieser wird dann in einer Pufferbatterie gespeichert und ihr könnt sie quasi abrufen, wann ihr möchtet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze direkt zu nutzen. Das heißt, wenn die Brennstoffzelle gerade so viel Energie produziert, wie ihr abrufen müsst, ja, dann wird die Pufferbatterie gar nicht genutzt und ihr fahrt quasi direkt von der Brennstoffzelle.
Gerade für zukünftige Projekte und Konzepte wie LKW oder andere Fahrzeuge wäre das echt interessant, das direkt auf diese Thematik auszulegen. Außerdem könnt ihr Methanol genauso tanken wie euren Benzin aktuell in Verbrennungsmotoren. Kids, if we were chillin', talk about the life we wanna live, all up in your mama crib, man, we just take me back, man, nowadays it's hard for me to tell just where you're at, man, look me in my eyes, but sure it's looking distant. Dieses Video soll sich ja größtenteils um die Technik hinter der Gumpert Nathalie drehen, aber noch ein, zwei Worte zum Fahrzeug an sich. Dieses 400.000 Euro teure Supersportfahrzeug drückt einen einfach in den Sitz und wird definitiv allen Vorbestellern Freude bereiten. Außerdem ist das Fahrzeug mit einer Einjahres-Methanol-Flat verbunden, das heißt, jeder Fahrzeugbesitzer und Käufer bekommt ein Jahr lang Methanol nach Hause oder an eine Tankstelle in der Nähe. Und da sind wir auch schon beim Punkt, denn es gibt in Deutschland aktuell 14.400 Tankstellen. Würden wir all diese mit einer Methanol-Zapfsäule ausstatten, würde das 32 Millionen Euro kosten. Allein eine reine Wasserstofftankstelle an sich im Gegensatz würde 1,5 bis 2 Millionen Euro kosten. Und das ist schon ein Punkt, wo man eigentlich gar keine andere Alternative, gerade im Bereich Wasserstoff, sehen sollte. Wir werden sehen, wohin sich das Ganze entwickelt, und gerade die Tatsache, dass das Konzept der Brennstoffzelle und deren Energie auch auf andere Fahrzeuge umgemünzt werden könnte, ohne einem Risiko von einer Explosion mit einer Detonation in Größe eines Fußballstadions, macht das doch viel mehr Sinn und ist im Alltag dank normalem Tanken und keinen umständlichen Ladevorgängen von Wasserstoff oder eben langen Ladezeiten bei Elektrofahrzeugen ziemlich zukunftsträchtig. Es hat nicht mal den ganzen Nachmittag gebraucht, mich von der Technik zu überzeugen. Klar muss das Methanol jetzt nicht jedes aktuelle Elektrofahrzeug ersetzen. Und meiner Meinung nach wird es auch gerade im innerstädtischen Bereich auch weiterhin dann vielleicht eine Mischung geben. Aber gerade auf Langstrecke und all die Kritiker, die aktuell ihren Diesel tanken, 1000 Kilometer fahren, wieder tanken und weiter wollen, da ist das wirklich ein Konzept. Klar, nicht in einem Sportwagen, nicht in so einer Nathalie, aber in einem normalen Fahrzeug, was vielleicht irgendwann mal auf den Markt kommt, da könnte diese Technik wirklich bahnbrechend sein. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, aber gerade dadurch, dass aktuell Förderprogramme kommen, die hoffentlich dann vielleicht auch irgendwann mal kleineren Firmen wie hier Gumpert in Ingolstadt zugutekommen und nicht nur vermeintlich größeren Herstellern, da macht das in meinen Augen wirklich Sinn. Wasserstoff in der Art und Weise hier ist meiner Meinung nach dann auch wirklich unkompliziert und unkritisch. Also man hat keine Angst, dass irgendwas passieren könnte. Und das ist der hauptausschlaggebende Punkt für die Fahrzeuge. Man wird sehen, wie es sich entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, wir werden das verfolgen. Es ist ja hier quasi vor der Haustür. Aber an sich, wenn ihr nichts davon wusstet, informiert euch. Es gibt nicht nur rein Elektro oder rein Wasserstoff zu tanken. Es gibt so viele andere Alternativen, die wir mit reinnehmen könnten in dieses ganze System der Nicht-Verbrenner, wenn wir es so nennen wollen. In diesem Sinne, ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick geben von der Firma, von dem Fahrzeug, aber vor allem von der Technologie, die dahinter steckt. Denn das war auch der Eindruck, den ich heute mitgenommen habe. Es geht hier nicht drum, den nächsten riesigen Supersportwagen herzustellen, der dann wieder unnötig 300 km/h fährt, sondern es geht darum, eine Technologie voranzutreiben, die andere Hersteller vielleicht nicht so auf der Kappe haben. Und da ist Gumpert auf jeden Fall ein Vorreiter, und das hat Spaß gemacht, heute anzusehen. Deswegen Dankeschön nochmal an die Firma, dass wir heute hier sein durften. Danke euch fürs Zusehen. Lasst uns gerne in den Kommentaren gerade zu so einem Thema kommentieren und diskutieren. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr, was die zukünftige Technologie ist? Werden alle Elektro fahren? Werden wir bei Diesel bleiben? Ich glaube nicht. Lasst uns das kommentieren. Und lasst ihr gerne ein Abo da, wenn ihr das erste Mal hier auf dem Kanal vorbeischaut. In diesem Sinne, danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Ciao.